haben gerade was ganz Beklopptes gemacht, aber wir sind froh, dass wir es getan haben. Nämlich haben wir ja beim Golden Fox, das ist da hinten, so da, wo es so diesig ist, zwischen dem Olivenbaum und der Eiche, ich nehme mal die Finger da weg, sehr gut und lecker zu Mittag gegessen. Und zwar so, so lecker. Ich dachte wirklich zuerst, mein Rinderfilet, was ich bestellt hätte, wäre stattdessen ein Hackbraten, weil ich nur mit der Gabel dran gepiekst habe und das fiel auseinander, so zart war das. Oh, es war göttlich lecker und die Aussicht war natürlich absolut grandios. Und dann sind wir mit dem Auto, über so Serpentinen, darunter gefahren, weiter ging's nicht, und sind mit unseren absolut vollgefressenen Bäuchen hier heraufgeklettert aufs Angelo Castro. Rute, fällst du mir bitte nicht ins Meer? Danke! Was eigentlich nicht nur super anstrengend ist, speziell wenn man einen kugelrunden vollen Bauch hat, sondern hier ist es auch, Moment kurz, ihr wisst, ich bin nicht schwindelfrei, deswegen muss ich mich hier, oh mein Gott, ich halte mal nur das Handy hin und lass das mal mit dem runtergucken. Es ist ein wenig steil hier und alles nicht wirklich abgesichert, aber total schön und vor allem total schöner. Ja, weiß nicht, Pflanzenwelt, fast schon alpin irgendwie, was erkennt man.